Alles klar? Super. Boah, jetzt höre ich mich sogar. Ja, hallo zusammen. Der letzte Vortrag am heutigen Tag. Schön, dass ihr hier seid. Gut. Ah, danke, danke. 3 Monate. Das ist die durchschnittliche Zeit für Unternehmen, um einen Change in Produktion zu bringen. Nicht zwangsweise neues Produkt. Nicht zwangsweise jetzt irgendein Hotfix oder irgendwas, was schnell mal ersetzt werden müsste, aber ein Change, der in Produktion muss. Wir unterhalten uns heute so ein bisschen darüber, was wir mit diesen 3 Monaten machen können. Wo kommen die her? Wie kriegen wir die viel, viel kleiner? Was sind die Technologien, die wir dafür nutzen können? Was sind die Tools? Aber was sind auch die typischen Roadblocks, die uns immer wieder begegnen, die uns das Leben nicht immer einfach machen? Gut, sorry. Was könnt ihr heute mitnehmen? Also erstmal, worum geht's? Ich habe es gerade schon mal grob zusammengefasst. Wir reden so ein bisschen über Innovation, wie man das beschleunigen kann, warum das wichtig ist. Wir reden ein bisschen über Technik, nicht unendlich viel. Wir machen mal so einen kleinen Ausflug in die Welt und schauen uns an, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, was es für Möglichkeiten gibt. Wir reden aber auch viel über Menschen. Und was könnt ihr mitnehmen? Im besten Fall natürlich Motivation, ein paar Ideen, ein paar Best Practices. Vielleicht auch das ein oder andere Tool, das ihr benutzen könnt, um eure Ziele in Zukunft zu erreichen. Wir reden jetzt hier sehr, sehr viel über Innovation, aber wir sollten uns vielleicht erst mal anschauen, was heißt das denn eigentlich? Es gibt unzählbar viele Definitionen zu diesem Thema. Ich habe mal eine rausgesucht, die mir selber ganz gut gefällt. Innovation ist eine Idee, ein kreativer Gedanke oder vielleicht auch eine Vorstellung von einem neuen Device, also einem neuen Gerät oder vielleicht einer neuen Methode. Da steht jetzt zwar nicht explizit Software mit drauf, gehört aber meines Erachtens nach vollkommen dazu. Und es gibt gewisse Gründe, warum wir immer wieder über Innovation reden. Es gibt Treiber hinter Innovation. Und das können sehr persönliche Dinge sein, wie beispielsweise Kreativität, Ideen, die jede einzelne Person hat. Vielleicht auch den Drang, sich selbst so ein bisschen zu verwirklichen. Dürfen wir auch nie vergessen. Manchmal sind es auch moralische Aspekte, also Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so weiter. Es können aber auch klassische Betriebsziele sein, also Druck durch den Markt. Oder, naja, Konkurrenzprodukte, die neu auftauchen, neue Technologien, die verfügbar sind, die mir eventuell dabei helfen, mein Ziel zu erreichen. Oder halt, ja, klassische unangenehmere Situationen, die man halt so kennt. Also wir müssen beispielsweise unsere Produktivität erhöhen, oder ähnliches. Ich glaube, die Liste ist auch beinahe unendlich lang. Da können wir noch sehr, sehr viele Punkte dran packen, aber ich denke, das reicht erstmal. Wer hier würde sagen, ist sehr stark an der Technik. Also hat sehr viel in irgendeiner Art und Weise mit IT, Coding, sonst irgendwas zu tun. Das ist schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Und ein Phänomen, das man immer wieder beobachten kann, ist, dass wir, die sehr nah an der Technik sind, das trifft jetzt nicht für euch zwangsweise zu, aber diese Menschen vergessen sehr schnell, dass jeder Ideen haben kann. Dass diese Leute nicht zwangsweise eine Grundbildung in, ja, technischem Wissen haben. Die können vielleicht nicht coden. Die haben keine Ahnung, was eine Datenbank ist, was eine virtuelle Maschine ist oder sonstiges. Die sitzen einfach da, machen ihren Job und haben eine Idee, was könnte ich heute besser machen? Im Vertrieb, in der Personalabteilung, in der Produktion. Und das ist etwas, das viel zu oft vergessen wird. Und das gehen wir mal an einem kleinen Beispiel durch. Ich habe hier eine fiktive Geschichte, die basiert auf Erfahrungsberichten, die ich habe, ist vollkommen, in diesem Fall aber imaginär. Und wir reden über eine Dame, die in der Auftragsabwicklung tätig ist. Ich habe sie Jane genannt. Und Jane wacht eines Morgens auf und hat eine Idee, die sowohl Kosten spart, als auch die eigene Betriebseffizienz steigert und die Kundenzufriedenheit nebenbei erhöht. Und zwar arbeitet sie in einem Unternehmen, das sich mit großen Baumaschinen befasst. Da geht sehr, sehr viel kaputt. Ist übrigens ein realer Use Case, nur Namen halt nicht mit drin. Da geht sehr viel kaputt und es müssen ständig Teile ausgetauscht werden. Und manchmal sind die Teile so wichtig, die ausgetauscht werden müssen, dass die Arbeit einfach nicht weitergehen kann. Das heißt also, wir verlieren Geld, jede Minute. Und auch wenn man das vielleicht nicht denken mag, sehr viele Ersatzteile, die hingeschickt werden, sind die falschen. Also da werden regelmäßig falsche Teile hingeschickt. Wir reden da über tatsächlich 6- bis 7-stellige Beträge pro Jahr, die einfach nur verloren gehen, weil die falschen Teile hingeschickt werden. Also denkt sich Jane, wie wäre es denn, wenn wir eine App hätten, mit der wir die Teile fotografieren
die kaputt sind und kriegen eine Wahrscheinlichkeit zurück, die uns sagt, mit beispielsweise 80% Wahrscheinlichkeit handelt es sich um dieses Teil oder um irgendein anderes. Im besten Fall sogar für beschädigte Teile, abgebrochen, stark verschmutzt oder sonst irgendwas. Das würde die Arbeit wahrscheinlich viel, viel einfacher machen. Also, denkt sich Jane, super Idee, ich renne in meinem Unternehmen zu den Innovationsleuten. Kurze Frage, wer hat in einem Unternehmen eine Digitalisierungseinheit, Innovationseinheit? Okay. Also geht Jane dahin und sagt, ich habe hier diese Idee, die würde uns wahrscheinlich das Leben viel, viel einfacher machen. Ihr seid doch genau die richtigen Leute. Das ist doch wahrscheinlich gar nicht so schwer. Und dann wird irgendwann klar, so einfach ist das Ganze aber auch nicht. Also wir reden hier über Machine Learning, also eine Disziplin von der KI. Wir brauchen Bilder und wir trainieren ein Modell, das erkennen soll, ob ja, ein Teil ein bestimmtes Teil ist. Im Kern ist das Ganze, Reality Check, im Kern ist das Ganze erstmal Mathematik. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bin keiner, der morgens aufwacht und sagt, das ist der perfekte Tag, um Matrizen zu faktorisieren. Ich bin das einfach nicht. Und viele sind das auch nicht. Es gibt glücklicherweise Leute, die das tun, denn sonst hätten wir kein Machine Learning heutzutage. Aber naja, Mathematik ist die Grundlage für sowas. Glücklicherweise gibt es bereits Algorithmen, die uns einen sehr, sehr großen Teil davon abnehmen. Das heißt, es gibt Algorithmen verfügbar für die Erkennung von Bildern, für das Trainieren solcher Modelle und so weiter. Das Schöne dabei ist, es gibt nicht nur einen, es gibt Hunderte, Tausende, nur ein kleiner Auszug aus der potenziellen Liste davon. Das Schöne ist, die sind aber schon da, die kann ich verwenden. Und ich kann meine Bilder nehmen, kann den Algorithmus damit füttern und bekomme am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Modell raus, das hoffentlich meine Bedürfnisse befriedigt. Damit ist das Ganze aber noch nicht vorbei. Das muss irgendwie in eine App rein oder es muss in eine Schnittstelle rein. Das heißt, ich will das Ganze ja irgendwann mal produktiv nutzen. Irgendwer muss es trotzdem bauen. Und es gibt diese spezielle Art von Unternehmen, die fragt, wer man mit sowas ankommt, direkt nach Go-Live. Wie stellst du dir das Ganze vor? Wer soll das betreuen? Wer macht Maintenance? Wer fixt die Bugs beispielsweise? Und das sind Punkte, über die man mit hoher Wahrscheinlichkeit zu so einem Zeitpunkt gar nicht reden sollte. Ehrlicherweise. Denn was wir wollen ist, wir haben eine Idee. Was wäre wenn? Warum probieren wir das nicht einfach mal aus? Und wäre es nicht super cool, wenn wir zum Mittagessen wüssten, ob das Ganze funktionieren kann oder nicht? Habt ihr eine Idee oder habt ihr eine Bezeichnung bei euch in Unternehmen für diese Zeit von der Idee, von der Anfrage bis hin zu dem Moment, wo etwas ausgeliefert wird? Okay, das höre ich tatsächlich ziemlich häufig, wenn ich danach frage. Kannst du es nochmal einzeln sagen? Time to market. Ist unter anderem das, ich verwende normalerweise dafür den Begriff Delivery Lead Time. Einfach nur, um mal, falls ich den Begriff jetzt nochmal verwende, dass ihr wisst, worüber ich in diesem Fall sprechen möchte. Gut. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also Jane geht zu der Digitalisierungseinheit und sagt, ey, ich habe diese Idee für diese App und könnt ihr mir helfen oder könnt ihr mir nicht helfen? Die erste Möglichkeit ist, ja, können wir machen. Wir setzen uns zusammen. Schauen uns die Idee an, sehen, ob das Ganze Sinn macht, ob das keinen Sinn macht, ob es sich potenziell lohnt. Die andere Variante, die viel zu häufig vorkommt, ist, nein, machen wir nicht. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Das kann einmal daher kommen, dass die Anforderungen zu hoch sind. Also ein ganz reales Beispiel tatsächlich. Es gibt Unternehmen, die haben in ihren Digitalisierungseinheiten kein Budget. Das heißt also, wenn ich ankomme mit einer Idee, mit einem Auftrag, mit einem Produkt, dann muss dieses Funding aus der eigenen Abteilung kommen. Und das geht nicht immer besonders schnell. Wie gesagt, reales Thema, es gibt eine Firma, die erwartet, dass ihr dort 3 Monate Zeit rein investiert. 40% eurer Arbeitszeit, das Budget kommt aus der Abteilung, das ist in der Regel ein 6-stelliger Betrag, plus diese enorme Zeit. Und wenn man gefragt wird, ist deine Idee so viel wert, dass du bereit bist, das vorab rein zu investieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das noch weiter passiert. Gegebenenfalls sage ich selber, okay, dann Leute, vergessen wir es, war schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber scheint nicht zu klappen. Das Problem ist, wenn das zu oft passiert in einem Unternehmen, wenn wir die Leute zu oft wegschicken, manchmal auch ja, nicht gerade angebracht, also wenn wir denen das Gefühl geben, dass das total ja, naiv war, mit solchen Ideen zu kommen, dann landen wir irgendwann an dem Punkt, dass die nicht mehr kommen.
Und dann gibt es wieder zwei Optionen. Entweder die Leute bleiben im Unternehmen, aber, naja, kommunizieren ihre Ideen einfach nicht mehr, kommen nicht mehr zu uns, reißen ihre Zeit ab, gehen nach Hause, oder aber die verlassen das Unternehmen und gehen dahin, wo sie das dürfen. Okay, zurück zum Thema Innovation. Warum ist das Ganze wichtig? Warum brauchen wir das? Es gibt sehr, sehr viele positive Ausgänge daraus. Das heißt also, ich kann potenziell meine Produktivität steigern, meine Profitabilität, meinen Marktanteil, ich kann die ganze Liste hier vorlesen. Und das sind Gründe, warum man sich definitiv damit befassen sollte. Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit sehr, sehr oberflächlich über das Thema reden, sollten wir uns vielleicht einfach mal Zahlen anschauen. Was passiert denn gerade am Markt? Wie sieht das bei Unternehmen aus, die es auf diesem Planeten gibt? Großen Unternehmen, kleinen Unternehmen und so weiter. Ich nehme als Quelle dafür den State of DevOps Report. Kennt den jemand im Raum? Das ist ein sehr angesehener Report, der erscheint einmal im Jahr. Der letzte kam für 2019 Ende August raus. Der ist auch kostenlos verfügbar, also wenn man sich den mal anschauen möchte. Behandelt die Effizienz von IT und Software Development. Und dieser Report zeigt über die letzten Jahre, dass die einzelnen Klassen, Kategorien sehr, sehr weit auseinandergehen. Es gab bis letztes Jahr drei Kategorien: Low Performer, Medium Performer, High Performer. Letztes Jahr hat man angefangen, die Elite Performer einzuführen, weil es Unternehmen gab, die so gut waren, dass sie einfach auch zu gut für die High Performer waren. Dieses Jahr sind die Elite Performer mehr geworden, signifikant. Die Medium und Low sind aber nicht weniger geworden. Das heißt also, es geht tatsächlich massiv auseinander. Und worüber sprechen wir da? Wir reden über Faktor 7 bis 2500. Das klingt super provokativ. Wir hätten es auch auf die 5000 treiben können. Ich war ein bisschen vorsichtig, ein bisschen zurückhaltend, aber ihr werdet gleich sehen, wo das Ganze auftritt und was die eigentlichen Zahlen dafür sind. Als Ausgangslage nehmen wir vier Metriken. Die erste davon ist die Deployment Frequency. Wie oft rolle ich Änderungen oder wie oft ändere ich etwas in der Produktionsumgebung? Wie wir sehen, Elite-Performer machen das stündlich, viele davon minütlich tatsächlich, während andere Unternehmen sich dafür sehr, sehr viel Zeit lassen, einfach weil die Prozesse nicht da sind. Reden wir aber gleich nochmal drüber. Da haben wir dann wöchentlich bis monatlich. Lead Time for Changes. Also ich habe etwas, was in die Produktion gebracht werden muss, eine Veränderung. Bei manchen geht das sehr schnell, bei anderen nicht so schnell. Und die 6 Monate sind tatsächlich noch optimistisch gewählt. Also es gibt auch Zahlen, die gehen viel, viel weiter nach oben. Also einmal im Jahr. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir rollen einmal im Jahr aus, dann ist das halt einfach so. Vielleicht nochmal zurück zu Deployment Frequency. Das Argument, das hier häufig kommt, ist, okay, was bringt mir das denn? Was bringt es mir, wenn ich, naja, stündlich ausrolle? Was hat das für einen Vorteil? Einfach nur viel machen, kommt da was bei rum? Die Statistik sagt in der Tat ja. Also es gibt eine Korrelation zwischen der Deployment Frequency und der Stabilität des Codes. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man sehr, sehr häufig deployt, dass die Deployments besser werden, ist gut. Time to restore. Wir haben irgendwas Schlechtes in Produktion gebracht und müssen das Ganze irgendwie wieder sauber zurückrollen. Da wird es dann richtig spektakulär. Auch wieder alles dabei. Und der letzte Faktor, Change Failure Rates. Wie oft bringe ich Mist in Produktion? Und genau das wird in der Regel besser mit der sogenannten Deployment Frequency. Kann sich aber jeder auch nochmal im Detail anschauen. Diesen Report kann man sich, wie gesagt, runterladen. Jetzt die Frage, warum brauchen einige so lang? Und da gibt es auch wieder vielfältige Gründe. Unter anderem, weil es keine Prozesse gibt, weil es overengineerte Prozesse gibt, zu viel Bürokratie. Was auch immer ein Punkt ist, ist zu wenig Zugang zur Technologie. Meine Developer haben keinen Internetzugang, sie bekommen keine virtuellen Maschinen. Eine Story ist wirklich passiert. 2016 war ich bei einem Unternehmen, als Consultant damals noch, wo ich über 20 Approvals gebraucht habe, um eine virtuelle Maschine bekommen zu dürfen. Also ich hatte sie noch nicht zu diesem Zeitpunkt, aber ich durfte sie bekommen. Und das sind extreme Bremsen, wenn ich sowas habe. Kein Budget ist auch immer so eine Volkskrankheit irgendwie gefühlt. Die Frage ist nur, was passiert, wenn ich auf Dauer tatsächlich kein Budget mehr fürs Besserwerden da habe? Das ist so eine Frage, die man sich auch immer stellen sollte. Andere Punkte, mangelndes Vertrauen, Angst vor Veränderung ist, glaube ich, etwas, was jeder von euch im Berufsleben schon mehr als genug gesehen hat. All das. Und auch hier kann ich die Liste viel, viel länger noch machen. Schauen wir mal auf die anderen Unternehmen. Wie kriegen es denn diese Elite-Performer hin, so schnell zu sein? Was machen die denn anders? Was macht die aus?
Und da gibt es auch wieder ein paar Punkte. Und zwar ist es einmal technische Automatisierung. Das heißt, die haben so gut wie keine manuellen Prozesse mehr. Einfach um das Ganze zu beschleunigen. Da fährt keiner einfach mal in Urlaub und dann gibt es halt 3 Wochen lang keine Ressourcen mehr. Sie haben eine Kultur, die Einfallsreichtum und Kreativität belohnt. Das heißt, ich muss mich nicht dafür schämen, wenn ich mit einer Idee irgendwo hingehe, sondern naja, ich werde dafür belohnt, man nimmt sich Zeit, man hört mir zu. Man gibt mir das Gefühl, das, was ich zu sagen habe, ist potenziell wertvoll. Vertrauen. Wenn ich Leuten Zugriff gebe auf Ressourcen, brauche ich Vertrauen. Um meinen Leuten zu sagen, rennt doch einfach mal los, probiert aus, aber bitte seid vorsichtig, denkt aus einer unternehmerischen Sicht drüber nach und geht da einfach mit gesundem Menschenverstand ran. Die richtigen Tools, da sind wir gerade beim Thema der Veranstaltung, und saubere Prozesse, schlanke Prozesse, wie gesagt, meist wenig Bürokratie. Ich weiß, das geht nicht immer, je nachdem, in welcher Industrie man unterwegs ist. Aber häufig geht dann doch meist mehr, als man denkt. Okay. Kultur. Kultur ist so eine Sache, da bekomme ich normalerweise immer sehr starkes Pushback, wenn ich über solche Themen spreche. Weil das heißt, okay, wie soll ich denn als Individuum in meinem Unternehmen irgendwie die Kultur verändern? Das ist in der Tat gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Also es gibt Zahlen, die deuten stark darauf hin, dass das durchaus möglich ist, auch aus einer kleinen Abteilung in einem sehr großen Unternehmen etwas zu bewegen. Automatisierung auf technischer Ebene ist mit einer der wichtigsten Punkte, wenn wir über sowas sprechen. Das heißt, ich muss schauen, dass wirklich alle Ebenen von der absoluten Infrastruktur bis hin zu den Tools, den Zugängen, Security, Netzwerk und so weiter automatisiert sind. Das Ganze am besten modular. Und ja, das schließt auch Testen mit ein. Also alles machen. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir irgendwann minder qualitative Software oder Ähnliches in Produktion schicken. Was hilft dabei? Typische Cloud-Charakteristiken. Ich will jetzt nicht komplett über das Thema Cloud sprechen, aber am besten ist sowas wie ein On-Demand-Self-Service. Ich habe eine Idee. Ich will mit meinem Team daran arbeiten. Ich will das testen, ob das funktionieren kann. Gebt mir doch bitte die Ressourcen, wenn ich sie brauche. Rapid Elasticity heißt so viel wie, ist ja schön, wenn ich es habe, aber es wäre auch super, wenn es meinen Anforderungen auf Dauer genügt. Das heißt also, wenn auf einmal sehr, sehr viele Menschen damit arbeiten wollen, soll das im besten Fall auch skalieren. Und das automatisch. Kurzer Ausflug in die Technik. Wenn wir jemanden haben mit einer Idee, das heißt, Jane kommt zu uns und sagt, ich habe eine Idee für eine App, wir fotografieren Ersatzteile oder wir fotografieren kaputte Teile und bekommen das Ersatzteil vorgeschlagen, dann bringt das überhaupt nichts, wenn ich ihr sage, super Idee, hier hast du eine virtuelle Maschine, viel Spaß damit. Ja? Die meisten Menschen können damit nichts anfangen, wollen damit nichts anfangen, es hilft mir überhaupt nicht weiter. Das heißt also, von unten zu denken, wenn wir über sowas sprechen, macht keinen Sinn. Das gleiche mit Containern. Ich kann ja auch sagen, ja, ist schön, Kubernetes läuft bei uns, bringst mir einen Container, schmeißen wir rein, passt. Ja, hilft auch nicht. Es ist eigentlich vollkommen egal, was ich anbiete. Wir wollen keinen Code schreiben in diesem Fall. Oder im besten Fall, wenn wir das können. Was wir wollen, ist das nutzen, was vielleicht schon da ist, was es uns möglichst einfach macht, schnell auszuprobieren. Einfach ganz schnell einen Prototypen schreiben, rauskriegen, könnte man damit arbeiten, ist das vielversprechend, wenn nicht, tschüss, weg damit. Wir intern bei Google nennen das Ganze Serverless. Alles, was ich nicht mehr selber managen muss, alles, was halt einfach schon zum Konsumieren da ist. Das ist ziemlich häufig sowas wie Software as a Service. Ein Beispiel, sehr populär, kommt auch auf der nächsten Slide, sind Chatbots. Chatbots sind immer eine super Gelegenheit, in einem Unternehmen sehr, sehr schnell Dinge zu verbessern, wenn es diese Prozesse gibt. Aber es können auch solche Sachen sein wie Mapping-Services, Video-Services, KI-Projekte, Machine Learning, wie wir gerade gesagt haben. Für die meisten Dinge davon gibt es schon so demokratisierte Tools, dass ich ohne technisches Know-how daran gehen kann, damit rumexperimentieren kann und mal mindestens sagen zu können, könnte diese Idee funktionieren oder nicht. Gegebenenfalls müssen wir es anpassen, individualisieren, gehen tatsächlich doch wieder diesen Stack nach unten, aber zum Testen reicht es allemal. Hatten wir gerade, es ist spannend, wenn man mit Customer Support Leuten spricht, dann erzählen die einem meistens, dass sie fast 50% ihrer Zeit immer mit einem sehr eingeschränkten Satz an Fragen oder Beschwerden zu tun haben. Und die sind meistens super repetitiv. Das heißt, also es ist fast immer die gleiche Antwort, es ist der gleiche Prozess, theoretisch ein perfekter Kandidat zum Automatisieren, skaliert besser,
Einfach weil es, naja, Software ist. Ich kann es ausrollen, ich kann es an die Telefonleitung anbinden und ich gebe meinen Leuten Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also auf die richtig harten Probleme oder auf die richtig wertvollen Kunden. Ich kann das Gleiche, nicht im Detail drauf schauen, ich kann das auch mit Machine Learning machen. Das hier wäre ein Tool, das wir tatsächlich von uns aus anbieten. Heißt AutoML. Damit kann ich, wenn ich Fotos habe von, Produkten, die ich beispielsweise nur bei mir im Unternehmen habe, das heißt, also es gibt keine öffentliche Bilddatenbank, wo diese Produkte drin sind, kann ich eine eigene künstliche Intelligenz trainieren, die diese Produkte durchaus erkennen kann. Dafür brauche ich auch keine Coding Skills. Ich gehe in meinen Browser, lade die Bilder hoch, sage, okay, das ist Produkt A, das ist Produkt B. Es trainiert automatisch, bekomme eine API, fertig. Gut. Ich habe jetzt sehr, sehr viel gesagt zum Thema, warum wir Innovation brauchen, warum das Ganze wichtig ist, was die Vorteile sein könnten. Und ich habe eigentlich gesagt, im besten Fall wäre es, wenn alle schnell wären. Ist das eine legitime Frage an dieser Stelle? Ist meistens, ist das nicht irgendwie künstlich aufgebauter Druck? Es fühlt sich ein bisschen so an, weil nicht jeder spürt diesen Druck aus dem Markt raus. Und trotzdem sagen wir, ihr müsst irgendwie alle schneller werden. Es kann sein, dass der eine oder andere oder die eine oder andere das nicht spürt. Einfach weil es der Industrie besonders gut geht, weil man sowieso sich sehr, sehr langsam bewegt. Es gibt aber trotzdem viele gute Gründe, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt nochmal eine Reihe von Vorteilen, die ich gerne aufzählen möchte, die man vielleicht auch mal in Betracht ziehen sollte. Und zwar ist es einmal, wenn ich lerne, sehr, sehr viele Prototypen zu bauen und sehr, sehr schnell Prototypen zu bauen, von was auch immer, dann habe ich einen schnelleren Fehlschlag. Also fail fast ist ein super wichtiges Thema. Hängt vor allem mit dem nächsten Punkt zusammen, minimiertes Risiko. Ich muss nicht so viel Zeit rein investieren, ich muss nicht so viel Geld rein investieren. Es ist überschaubar, wenn ich zum Mittagessen sagen kann, die Idee, die ich heute Morgen hatte, ist nicht gut oder die ist gut. Es ist ein Unterschied, ob ich das in wenigen Stunden mache oder in Monaten. Da fließt richtig Geld rein und das muss nicht sein. Ich kann mehrere Prototypen bauen. Wenn ich lerne, das Ganze täglich zu machen, dann ist das ein Riesenunterschied, ob ich, wie gesagt, wieder so 3 Monate brauche oder ob ich das halt in 3 Monaten bis zu 90 Mal mache. Allein was die Erfolgschancen angeht. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jede Idee, die wir irgendwie bearbeiten, automatisch erfolgreich wird. Wahrscheinlich ist eine von 30 oder eine von 40, muss man mal schauen. Und dann ist das ein Riesenunterschied, ob ich das einmal in 10 Jahren habe oder halt jedes Vierteljahr einmal. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch davon haben, ist eine Veränderung in Kultur und Mindset. Wenn wir so etwas im Unternehmen promoten, dann wird sich irgendwann der Effekt einstellen, dass Menschen stärker anfangen nachzudenken, wieder anfangen Ideen zu haben, ihre eigenen Prozesse mal versuchen aus einer objektiven Sicht zu betrachten und drauf zu schauen, macht das Ganze überhaupt Sinn, was wir hier tun? Können wir das irgendwie verbessern? Gibt es einen anderen Weg? Und das ist eine Kultur, die sehr, sehr förderlich ist und in der Regel auch ein Unternehmen sehr positiv beeinflussen kann. In diesem Kontext ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn das am Anfang nicht gut funktioniert. Wenn die erste Verbesserung ineffizient ist. Wir arbeiten da 1 Woche, 2 Wochen dran und es spart eigentlich nicht mal annähernd so viel Zeit ein über die nächsten 3, 4 Jahre. Das ist trotzdem in Ordnung, sowas zu machen. Das kann man 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, bis zu 20-mal machen. Der Vorteil daran ist, irgendwann spielt sich das Ganze ein. Ich fange an, diese Kultur aufzubauen. Ich werde schneller, ich werde effizienter. Und dann kommen wir in diese Zeiträume, von denen wir gesprochen haben. Stunden, vielleicht einen Tag. Und dann haben wir auch richtiges Potenzial, mit dem wir arbeiten können. Ich bekomme bessere Qualität. Ich hatte das ja schon mal gesagt. Je häufiger wir deployen in die Produktionsumgebung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir deployen, besser wird. Das heißt also, das spricht auch dafür, dass man sich mit diesem Thema sehr, sehr stark befassen sollte. Und das Wichtigste, glückliche Menschen im Unternehmen. Gibt nichts Besseres, als glücklich auf die Arbeit zu gehen, weil man weiß, die Kollegen sind auch happy mit dem, was sie haben und mit der Kultur, die man dort antrifft. Okay, zeitlich haben wir nicht mehr so viel Zeit. Okay, ich bin ein bisschen schneller durchgegangen. Zusammengefasst, worum geht's? Wir sollten niemals vergessen, dass Ideen nicht nur in technologienahen Abteilungen geboren werden, sondern überall im Unternehmen. Wir brauchen das Vertrauen von diesen Leuten und wir müssen eine Ansprechstation haben, wo diese Leute hingehen können. Wenn wir die nicht haben, ist das verschenktes Potenzial. Wenn wir die Menschen zu oft wegschicken, kommen die irgendwann nicht mehr wieder, was ein herber Verlust ist.
Technologie ist schön, aber wir müssen uns auf einem Level anbieten, dass wir damit sehr, sehr schnell arbeiten können. Das heißt also manuelle Prozesse möglichst wegschaffen, versuchen zu automatisieren, modular zu automatisieren, dass man es zusammenschließen kann und dann damit arbeiten. Nehmt das, was da ist. Das heißt, es gibt keinen Grund, einen Map-Service zu bauen. Ihr müsst ja auch nicht unser nehmen. Ihr könnt irgendeinen nehmen, aber man muss ihn nicht nochmal neu bauen. Ich muss keine Chatbot-Engine nochmal schreiben. Ich muss keinen KI-Algorithmus entwickeln. Die sind alle schon da. Ja? Einfach nutzen. Und wenn es nur für den ersten Prototypen ist. Wenn man sagt, okay, ich muss tatsächlich so weit runter, dass ich was verändern muss daran. Kann man ja machen. Ist ja schön. Bitte nicht von vornherein. Schnelle Prototypen heißt fail fast. Gute Sache, Geld gespart, wir haben alle davon gelernt. Und am Ende können wir uns erlauben, mehrere davon zu bauen. Ein ganz wichtiger Punkt ist vielleicht nochmal die Kultur. Ich habe das eben nicht erwähnt, weil ich nicht wollte, dass jeder sein Handy rausholt. Aber es gibt ein sehr, sehr cooles Video, das man in diesem Vergleich bringen kann. Und zwar, wenn ihr mal eingibt bei Google, Guy starts a dance party, dann findet ihr ein Video von einem kanadischen Musikfestival. Da ist ein Kerl nur in einer kurzen Hose und steht auf einem Grashügel. Und er praktiziert in vorbildlichster Funktion Dance like nobody's watching. Der steht da und ist vollkommen am Eskalieren. Und 3 Minuten lang, oder die ersten 3 Minuten von diesem Video, sitzen die Leute außen rum, zeigen mit dem Finger drauf, lachen. Irgendwann kommt die zweite Person. Es dauert, aber die zweite Person kommt. Dann dauert es gar nicht mehr so lange und die dritte kommt. Und sobald die dritte Person da ist, ist das eine massive Eskalation. Irgendwann ist dieser ganze Hügel dort und tanzt, als würde niemand zugucken. Statistisch gesehen reichen 3 Leute aus, wenn es die richtigen 3 Leute sind und wenn diese 3 Leute genug Spirit haben. Das heißt, 3 Leute ist eine gute Masse, mit der ich starten kann. Ich muss sie erreichen, manchmal sind es vielleicht auch ein paar mehr, aber es sind nicht so viele, dass ich 100 bräuchte oder 200 oder 1000. Ich kann mit wenigen Leuten anfangen. Es müssen halt die Leute sein, die diese Energie versprühen, die das Ganze wirklich auch leben. Und das vielleicht nicht nur eine Woche oder so, weil die erste Zeit wird nicht so einfach. Da wird man wahrscheinlich erstmal warten müssen, bis die ersten Resultate kommen, bis sich die Kollegen damit abfinden. Wir hatten jetzt auch mehrere Vorträge über die letzten 2 Tage, die das auch so ein bisschen gezeigt haben, dass das nicht immer so schnell geht, wie man es gerne hätte. Gut, das war's mit der Präsentation. Danke. Jetzt können wir tatsächlich noch Q&A machen. Ich musste nur Bescheid sagen, dass der Stream ausgeht. Wenn es Fragen gibt, ich weiß, wir müssen wahrscheinlich schon zum... Nee, alles gut. Wir haben noch gute 5 Minuten. Fragen bitte ins Mikrofon. Händchen hoch, ich komme dann vorbei. Kurze Anmerkung. Es gibt, wenn ich so einen Vortrag halte, kommen immer wieder Leute und sagen, okay, 5 Minuten, nicht 5 Minuten, eine Stunde, ist das dein Ernst oder ist das jetzt reines Marketinggelaber? Macht das wirklich jemand? Also wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit hätten, würde ich sagen, wir können gerne mal ein paar Prototypen bauen hier vorne für unterschiedlichste Themen. Kommt da gerne einfach mal auf mich zu. Traut euch. Ja, wusste ich doch. Guck hier. Ja, zum Thema Tempo entwickeln. Nach meiner Erfahrung ist das Problem oft oder an vielen Stellen nicht jetzt nur der Prozess oder das Wollen, sondern dass einfach die Voraussetzungen schlichtweg nicht da sind. Also ich komme jetzt aus einer Firma, die zum Beispiel 30 Jahre alte Bestandssysteme hat und da kommt alles raus. Ja. Was man versucht, um schneller zu werden, ist, an vielen Stellen versucht man, man wird schneller, muss aber immer irgendwelche Sachen opfern. Das heißt, das Endeffekt ist, wir wollen ein Schnellboot werden, haben aber die Architektur und die Infrastruktur von einem Tanker. Also lassen wir den Tanker schnell fahren. Und der fährt immer schneller. Und um mal bei der Metapher zu bleiben, der fährt immer schneller, der kann aber auch nicht richtig wenden. Irgendwann sieht man hinten, wie Rauch rauskommt und brennende Fässer. Und man stellt immer mehr Leute ein, damit dieser Tanker am Schwimmen bleibt. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Und korrekt. Da ist halt die Frage, was ist die Lösung dafür? Es wird versucht dann zu sagen, okay, wir machen Entwicklung zum Teil nach einer alten Art und zum Teil nach einer neuen Art. Also wir haben einen schnellen Train und einen langsamen Train. Aber Kinohautträger brauche ich eigentlich in beidem. Also das ist ein schwieriges Feld. Es würde mich mal interessieren, wie das jetzt Firmen machen, die einfach eine lang gewachsene IT-Struktur haben, die ich auch nicht so leicht ablösen kann. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ja, ist es. Es funktioniert nicht bei jedem und es ist sehr, sehr schwer, je größer das Unternehmen ist. Also ich habe einen Kunden, über den darf ich sprechen. Ich betreue unter anderem die Rewe. Die Rewe ist auch jetzt ein sehr, sehr großes Unternehmen, sehr stark gewachsen. Die haben es geschafft, mit einer Digitalisierungseinheit erstmal zu sagen, okay, wir treten ein bisschen raus,
gucken uns die Prozesse an, verlieren aber nie die Rückintegration aus dem Auge, weil das ist das Hauptproblem. Die meisten dieser großen Unternehmen sagen, okay, wir bauen eine Digitalisierungseinheit, eine Innovationseinheit, wir holen ein Büro in Berlin-Kreuzberg, weil da ist irgendwie jeder, und dann vergessen die wieder vollkommen zu integrieren. Das heißt, die haben andere Tools, vollkommen anders, die haben eine andere Kultur, die reden kaum noch miteinander, und das dann wieder hinzubekommen ist schwer. Ich glaube, der Schlüssel liegt tatsächlich darin, diese Integration nicht zu vergessen und gleichzeitig mit diesem technischen Fortschritt diesen kulturellen Wandel anzustoßen, die anderen frühzeitig einzubinden, also Tochterunternehmen, andere Abteilungen, früh mit ins Boot holen, versuchen, die Angst zu nehmen. Das ist leichter gesagt als getan in diesem Punkt. Also muss man ehrlich sagen, früh die Angst nehmen und versuchen, da eine offene Kommunikation zu machen und sich das Richtige rauszusuchen. Und auf, bitte nicht auf Teufel komm raus, macht auch keinen Sinn, dann passiert genau sowas wahrscheinlich. Also die Projekte raussuchen, anfangen, die Skills aufzubauen dafür und dann in ersten Schritten vorangehen, dann geht das meistens viel, viel schneller, als man denkt. Eine kleine Frage noch? Ja, wunderbar. Meinst du mit Rückintegration rein, dass man quasi in Touch bleibt, oder würdest du auch sagen, dass es definitiv technisch eine Rückintegration braucht? Beides. Definitiv immer Rückintegration, kein neues Tool aufbauen quasi. Doch, darf man schon. Das Problem ist, es gibt manchmal Dinge, die lassen sich so einfach nicht ablösen. Also für die Leute, die jetzt aus dem Finanzwesen beispielsweise kommen hier im Raum, die wissen ungefähr, wovon ich spreche. Es gibt Dinge, die kann man nicht so einfach ersetzen. Manchmal muss man sich rein integrieren. Manchmal gibt es vielleicht auch eine Strategie, zu sagen, vielleicht kann ich die in der Tat ablösen, aber ich muss erstmal parallel daran arbeiten, weil die alten Systeme müssen zu diesem Zeitpunkt einfach noch laufen, ob ich das möchte oder nicht. Kulturell ist es sogar eine Pflicht. Das ist das, was wahrscheinlich das Kritischste ist. Ich brauche die Kontakte, ich muss die Leute in die Diskussion mit reinnehmen. Es macht keinen Sinn, wenn ich den Eindruck vermittle, ich bin die coole Einheit. Ich sage jetzt an, was Sache ist, und verliere wahrscheinlich den Rest. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Alles klar. Unsere Zeit ist leider rum, aber es war sehr, sehr schön, dass du da warst und dir die Zeit auch noch genommen hast. Sehr schön, dass ihr alle noch gekommen seid nach dem Keynote. Ich hoffe, ihr hattet noch einen schönen Abend. Es war ein schöner Abschluss für euch. Ich fand es auf jeden Fall ganz toll. Ich kriege jetzt alle noch mal Applaus. Jawohl, sehr schön.